Kräft die Top- und Bramsegel! Natürlich gibt's auch hier überall Haie. Verfickte Anemone, verpiss dich! Ja, natürlich, scheiß Anemone, scheiß Hai. Was als nächstes? Noch ein scheiß Hai. Ich will jetzt keine Luft holen, ich will die Kiste haben. Da timest du extra, wann du da drunter durchkommst und dann. Boah! Kann ich den nicht irgendwie ermorden? Das wäre lustiger. Der lebt noch. 0 von 10 Sternen. Die da unten? Noch so eine blöde Anemone. Muräne, so rum, nicht Anemone. Ja, verpiss dich, Hai. Ich hab keine Meinung mit dir. Truhen weiß keiner, ne? Ich würde gern weiter reinzoomen, so damit ich da, weißt du? Aber warum? Ernst? Sag mir nicht, dass ich 10 Truhen geplündert habe, sag mir lieber, ob was Gutes drin ist. Wieder so eine Moräne, an der ich nicht vorbeikomme, bei der ich auch nichts machen kann, außer, oh, ich erschreck mich jetzt aber. Da ist die nächste. Thank you.
Ja, siehste. Hab doch gesagt, hier sind die scheiß Mörser. Einziger Grund, warum ich nicht zuerst die Mörser entdeckt habe, ist, weil das Spiel so nett war und ein Tutorial was Nützliches gezeigt hat. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich absaufen, weil... Da gibt es hier irgendwo Luft. Ne, die ist draußen. Was ist das da oben? Hä? Wo ist diese Dreckstruhe? Ja, friss mich, ist mir langsam egal. Nö, die ist da unten. Mann, ja, ihr seid überall, hör auf zu nerven. Ich hab's kapiert. Überall Haie. Erschlottere. Eier und Dreckseeviecher. Gut, Preisfrage. Komme ich jetzt noch nach oben und überlebe das, oder? Ist das eher so ein Fall von, ich krepiere beim Weg nach draußen? Aber ehrlich gesagt zweifle, dass die Luft bis dahin hält. Und wenn die Luft nicht hält, wenn die Luft hält. Boah, ey. Hätte ich nicht gedacht. Beinahe so, als hätten einen die Haie auf einmal in Ruhe gelassen. Komisch. Lasst uns was singen! Hey Boys! Out, out, is here the old man say. Gib mir etwas Fahrt! Alle Segel, sie vertragen! Fährst du denn lang, Alter, hierhin? Was ist denn hier Phase? Von Backbord, Sir! Sir! Dort schwimmt Beute! Oh, here he comes Johnny with 40 months pay! Gib den Wind ab! Setz mal! Ich hab den weißen Wal nicht rechtzeitig erlegt. Er war mir einfach nur egal, weil ich ihn schon einmal umgelegt habe. Goodbye, Fanny. Well, we'll leave up the anchor to this boy's sound. Hurrah, me boys, we're homeward
it strong. Goodbye, fare ye well. Goodbye, fare ye well. Let's sing a good chorus, for 'tis a good song. Hey. Hurrah, me boys, we're homeward bound. We're homeward bound, we'll have yous to know. Goodbye, fare ye well. Goodbye, fare ye well. And over the water to England must go. Hurrah, me boys, we're homeward bound. Good morning! Nice day for fishing, alles ain't it? Für den Hauptprall. Ah! Das wird sie versenken! Geht hier in die Hölle, ja! Kapitän! Über Bord gegangen, dann müsste so gut wie tot sein. Gut, habe ich halt 11 umgebracht, meinetwegen. Ihr habt so viel schönes Metall an Bord. Ich nehme das mal mit. Bring die Hauptsegel in den Wind! Is this sailboat's name? The sailboat, my boys. Oh, as I was going to Derby, 'twas on a mark. Farewell and adieu to you, Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain. For we've received orders for to sail for old England, and we may never see you, fair ladies, again. We'll rant and we'll roar like true. Insgesamt 300 Seemeilen. Krass. Good morning. Now let every man drink off his full bumper. Now let every man drink off his full glass. We'll drink and be jolly and drown melancholy. And here's to the health of each true-hearted lad. Schade, ich hätte gedacht, er schafft seine letzte Silbe noch, aber offenbar nicht ganz. What did I ever do to deserve this? Das ist immer so geil. Als würden die Schiffe einfach falsch rumgesetzt werden und dann sich einmal um 180 Grad drehen. Was soll denn das, Leute?
dachte, wir haben keinen Platz für Frauen hier. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ja, ja, ich auch. Ich weiß, wo wir welche finden. Total. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Und wehe, wir kommen irgendwann klagen, dass das irgendwie alles gekaperte Frauen sind. Merci, monsieur. Thank you. Thank you. Jetzt hübscher ist das nicht für 15.000? Willst du mich verarschen? War das alles? Nee. Ach ja, in der Bucht, da gibt's noch ein Upgrade. So, mal schön mein 5000er Feuer angucken. Was macht ihr hier mit Pocahontas? Was ist hier los, Leute? Also du hattest gerade noch deine Säbel draußen, habe ich gesehen. Du hast dein Säbel immer noch draußen? Muss ich nicht verstehen, was hier los ist. Ich habe euch keine Frauen hierher schaffen lassen, damit ihr euch jetzt wegen denen alle gegenseitig die Köpfe einschlagt. Ich meine, ich weiß, es ist so die Natur des Mannes, aber lasst es. Sonst fliegt ihr da draußen erstmal ins Wasser. Und nicht in einer lustigen Entfernung, sondern einer, die zurück nicht mehr zu schwimmen schafft. Hier drin scheint die Sonne, aber die Blätter fliegen da durch die Gegend. Perfekt. Nicht ein einziger Schlüssel. Warum nur? Was? Ach so. Verstehe. Das ist eine Schiffdatenbank. Solange ich die hier nicht alle anspielen kann, bringt mir das aber nichts. Ich gehe mal kurz die ganzen Dinger durch, damit die ganzen Ausrufezeichen weg sind. Woods müsste ich irgendwann mal wiedersehen. Bonnet. Ja, Mary. Steht James auch noch drin? Ich glaube nicht. Kann ich ihn drehen? Nein, ich kann mir das Bild von ihm angucken. Wow. Was ist mit Bonnie? Bonnie können wir uns hier immerhin auch ansehen. Was? Sie ist gerade mal 16? Florida, ja. Ich weiß nicht, wie sie auf den Namen gekommen sind. Steht da wahrscheinlich, aber heute nicht. Wahrzeichen, Havanna. Okay. Willst du mich eigentlich verarschen? Kunst, was es nicht alles für Schrott gibt, ey.
Und irgendwer wird sich da ewig hingesetzt haben und das alles recherchiert haben müssen. Irgendwie ist es noch nicht ganz fertig. Nö, lass uns mal den Turm für 18.000 bauen, weil darum. Was könnte wohl noch her, damit es perfekt ist? Ein Gästehaus, ja? War's das dann oder hast du noch einen Wunsch, Eddie? Gut. Versteck ist vollständig aufgerüstet. Ich meine, wir sind pleite, aber immerhin ist das Versteck vollständig ausgerüstet. Bringt mir das irgendwas? What do you want? Das ist mein Haus, ja? What do you want? Was macht ihr eigentlich hier, wenn ich mal so blöd fragen darf? Das ist mein Haus. Ah, das Bild da oben habe ich erstanden, genauso wie die Schränke hier drin. Lieber. Was? Lass mich in Ruhe. Sag mal, bist du hier in meinem Schlafzimmer und rauchst Zigaretten? Zigarren meine ich? Also, ein bisschen Schamgefühl bitte. Raus hier. Alle Beile. Sonst fällt mir ein, dass ich vielleicht noch einen Galgen für dieses Ding hier brauche. Ah, ja. Alle Sachen, die ich erbeutet habe auf meinen Flottenzügen. Dann habe ich hier drin einen Harem, oder warum sind so viele Frauen hier? Wenn das meiner ist, was tust du, Type, hier? Das hier ist kein Freudenhaus, sondern mein Wohnhaus. Du darfst keine 3 Wochen auf See sein. Schon ist hier komplett Anarchie. Templerjagden. Ich bin dafür, dass ich hier eine Menge Gold rausnehmen kann. Naja, egal. Ich würde jetzt gucken, ob ich mir Metall kaufen kann, aber jetzt habe ich keine Kohle mehr, um den Rumpf zu kaufen, wenn ich das Metall hätte. Was sich wahrscheinlich zwischen jetzt und der nächsten Aufnahme ändern wird. Was darf's denn heute sein? Hast du Metall? Nein. Nur Munition für alles Mögliche außer mich. Aber gut, das muss ich wahrscheinlich in einem anderen Laden holen. Vielleicht später. Hallo? Oui, ça va, et toi, ça va? Wenn angenommen, ich würde den kompletten Stoff verkaufen. Würde mir das nicht wirklich viel bringen. Ist ja lächerlich. Ja, ich kann auch Jagdbeute kaufen, nö. .000 für einen weißen Wal. Kunstgegenstände.
Warum sollte ich den Kram kaufen? Den kriege ich doch auch garantiert so zugeschoben. Ja, die habe ich an. Munition. Berserkerfalle. Ja, mach mal voll. Ah, bonjour. How are you, my friend? Faszinierend. Ah. Dann mal sehen, wohin uns jetzt die Winde treiben. Wie ist der Vormittag? Alles klar soweit, Leute? Alles klar soweit. Gut. Captain hat das Ruder. Und in Seesteche.